Fidelity erklärt Aktien mit Mehrwert. Wir stellen vor Herr Berger. Herr Berger möchte gut für sich und seine Familie vorsorgen. Er weiß, dass mit Aktien auch heute noch eine gute Rendite möglich ist, im Gegensatz zu vielen traditionellen Spar- und Anlageformen. Herr Berger weiß aber auch, dass er dafür Risiken eingehen muss. Denn Aktienkurse können stark schwanken, wodurch seine Anlage an Wert verliert. So kann es passieren, dass er auch die eingezahlte Summe nicht zurückerhält. Deshalb fragt er sich, wie er die Chancen von Aktien nutzen und zugleich die Risiken etwas begrenzen kann. Zum Beispiel mit Dividendenaktien. Als Dividende bezeichnet man die Gewinnausschüttung eines Unternehmens. Dividendenaktien können Herrn Berger bei der Vermögensbildung auf zwei Weisen unterstützen. Wie bei allen Aktien kann er zum einen profitieren, wenn die Kurse der Unternehmen steigen, an denen er Anteile hält. Zusätzlich kann er aber auch durch regelmäßige Ausschüttungen direkt am Gewinn der Unternehmen beteiligt werden. Und langfristig betrachtet können Dividenden bei Wiederanlage die Wertentwicklung unterstützen. Doch Kursverluste sind möglich, zum Beispiel durch sich ändernde Wechselkurse und andere Marktbedingungen. Und auch Ausschüttungen können entfallen, zum Beispiel wenn Unternehmensgewinne schwach ausfallen. Herr Berger denkt nach. Welche Dividendenaktien haben sich bisher bewährt? In der Vergangenheit haben besonders große etablierte Unternehmen mit soliden Geschäftsmodellen häufig stabile Dividenden gezahlt. Und durch ihre relativ gefestigten Marktpositionen sind sie tendenziell auch für Kursschwankungen weniger anfällig. Aber natürlich sind auch ihre Dividendenzahlungen nicht sichergestellt. Anstatt auf einzelne Aktien zu setzen, kann Herr Berger aber auch in einen Fonds investieren, der verschiedene Dividendenaktien bündelt. Ja, er kann sogar in mehrere Dividendenfonds gleichzeitig investieren. So können mögliche Risiken auf viele Schultern verteilt und von Experten überwacht werden. Eine Möglichkeit dazu bietet der Fidelity Global Dividend Fund. Unser Fondsmanager Daniel Roberts sucht weltweit nach Unternehmen, die seiner Meinung nach imstande sind, ihre Dividenden zu zahlen und regelmäßig zu steigern. Dafür bringt er viel Erfahrung mit. Denn Dividendenfonds verantwortet Roberts schon seit 2003. Unterstützt wird er von einem Team aus über 200 Anlageexperten auf der ganzen Welt. So ist ein persönlicher Kontakt mit den Leitungen der vertretenen Unternehmen möglich, aber auch mit Kunden, Wettbewerbern und Lieferanten. Und auch untereinander tauschen sich unsere Experten intensiv aus. Durch den Überblick, den sie so bekommen, können sie Herrn Roberts fundierte Empfehlungen geben. Dennoch ist Herr Roberts natürlich vor Fehlentscheidungen und unerwarteten Geschehnissen nie ganz gefeit. Herr Berger ist zufrieden. Er hat eine Geldanlage gefunden, die seinen Vorstellungen entspricht und ihm die Chance auf Wachstum und Ausschüttungen bieten kann, die er sich wünscht. Und das bei einem Risiko, das Herrn Berger vertretbar erscheint. Wenn auch Sie sich für den Fidelity Global Dividend Fund interessieren, fragen Sie Ihren Berater.